Moin, moin, schöne Grüße aus der Computerstube an der Schwentine, einem kleinen Fluss im Norden Deutschlands. Ich möchte wieder ein wenig mit euch Computer spielen. Wir spielen 7 Days to Die. Wir fangen gerade neu an, weil die Alpha 20 herausgekommen ist. Neues Jahr, wir haben 2022. Zumindest dann, wenn ich es auch hier auf YouTube veröffentlichen möchte. Das war ein Schlafsack. Fertigen. Nein, Schlafsack fertigen kann ich auch gleich. Gleich so hinlegen. Und da auch übernachten kann. Also eigentlich suche ich jetzt eine kleine Hütte. Auf meiner Seite computerstube.info, also genau zu sein, auf 7, also 7dty.computerstube.info findet ihr auch weitere Infos zu diesem Spiel. Habe ich mal alle meine Einstellungen aufgeschrieben und vom Computer ich habe. Welche Mocks ich drin habe. Ich habe ein bisschen größeres Inventar. Habe ich noch nicht genug, ne? Ich habe schon ein Buch. Das könnte ich mal benutzen. Die könnte ich auch schon mal tragen. So, wir kommen dann hier. Ah, jetzt habe ich auch Knochen bekommen. War auch erst 3. Axt soll ich sowieso gleich erst bauen.
schon, die brauche ich nicht. Zufälligerweise Karte erstellt. Tausend, nee, 10.240 mal 10.240 Blöcke groß. Ich habe schon ein bisschen Alpha 20 gespielt. Also ich bin erst mit der Alpha 19 überhaupt eingestiegen in 7 Days. Aber ich finde, die 20er hat sich so verbessert. Das ist ein Händler. Kleiner schöner Friedhof. Ich glaube, den würde ich mir als Basis nehmen. Eine Steinaxt machen. Dass ich eine Steinaxt machen sollte. Ich habe eine Feueraxt. Thank you.
Davon werde ich mir mal welche machen. Bisschen Holz. Würde mich mal interessieren, ob er mich zu diesem Händler hier schickt. Muss mal ganz kurz mir eine Steinaxt nehmen. Oh!
Dann werde ich mal wieder meinen Schlafsack nehmen. Da ist er. So, dann kann ich in dieser Ecke hier mal meine Kochstelle einrichten. Dazu haben wir mal ein Lagerfeuer. Dann ziehen wir das. Und jetzt muss ich sagen, dass ich eigentlich noch ein bisschen Kisten brauche. Gesicherte Aufbewahrungskisten. Da werde ich mal gucken. Das sollte ich gleich wieder mitnehmen. Chili bleibt mal hier. Das kann ich gleich mit zum Händler nehmen. Den lasse ich hier mal fallen. Das ist Material. Trübes Wasser kann hier hin. Das kann hier hin. Alles, was mit Landwirtschaft zu tun hat, werde ich hier behalten. Das behalte ich mal hier. Rohr kann mit den Dingern. So, solange ich kein Messer habe, bleibt das. So, das sind Sachen für mich. Das da oben werde ich mal alles mitnehmen.
bisschen aufgeräumt. Die Map. Das da ist meine Basis. Ganz nett. Need assistance? So. Peace be with you, my friend. So. Das war auch Jobs. Job for someone of your talent. Thank you. I bet you wouldn't do this for just anyone in the wasteland. Loswerden. Achso, kann ich noch einen loswerden?
sind aber auch schöne Gebäude, um da sich aufzustellen, wenn die Horde kommt. Ja, sollte ich mir weiter anschauen. Eine Binde auch nicht verkehrt. Medizin. Aber es hat sich hier so schön gemacht, die Alpha 20. Das ist das meiste haben. Ich weiß zwar, dass sich gleich nochmal wieder alles resettet. Ich weiß, mit dem Messer geht es viel, viel besser. Auch schon mit dem Knochenmesser. Ach, dieser Gegenstand muss repariert werden. Das sollte ich gleich mal machen. Ach, wunderbar. Ist da was hinter? Nein. Ist ja egal. Thank you.
Kochtopf. Auch nicht verkehrt. Schon mal gleich mitnehmen. Achso, ich bin ja auch noch hungrig. So, jetzt kann ich mir, glaube ich, ein Knochenmesser machen. Kann ich mal tragen. Wobei. Wo ist das Hemd? Das kann. Ein Buch. Sowohl ich könnte zurzeit lieber was zu essen gebrauchen.
Hier lag noch eine Leiche. Hartnäckige Teile. Ich geh doch lieber durch den Hintereingang. Hatte ich noch nicht. Ich sollte erstmal hier weiter gehen. Vielleicht auch irgendwo was zu essen ist. Lautsprecher bräuchte, aber
Einmal lesen. Nahrungsmittel. Munition. Gut. Dann haben wir erstmal Nacht. Wo ich schon Kochkopf habe, kriege ich noch einen. Die kann ich mal benutzen. Wasser drin. So, und ich bin gar nicht mehr so gut in der Gesundheit. Hab immer noch Hunger.
Händler. Der hat gerade zu. Hemd kann zum Händler. Gelesenes Buch kann zum Händler. Der kann dahin. Die kann ich mal versuchen. Das ist was zu essen. Das kann ich mal alles behalten. Das kann hier bleiben. Das kann hier bleiben. Gelesenes Buch kann zum Händler. Das kann mal damit hin. Kann ich noch nichts mit anfangen. So, was haben wir denn noch? Den kann hier mit hin. Kleber kann hier. Solange ich keinen anderen Helm habe, nehme ich den. Der kommt erstmal hier mit hin. So. Materialkiste. Sowas rein. Sowas. Sowas. Die behalte ich. Thank you.
Schwerer kommt er hier erstmal mit rein. Knochen kommen hier mit rein. Nitrat kommt hier mit rein. Türknäufe, Eisen, das, einmal Tücher, Kohle, Kerzenständer, Nägel sind da, Kunststoff ist da, Koppelstuhl, Rohre. Das kann man alles hier rein, das brauchen wir irgendwann später, oder auch nicht. Mm brauche ich auch erstmal nicht. Jetzt haben wir schon 2.30 Uhr. Auf, dass ich hier vielleicht mal so, ich habe kein Holz mehr drin. Da würde ich, glaube ich, auch noch gerne weiterbauen wollen. Benutzen. Yeah!
sollte hier nicht rumlaufen, wenn ich mir meine Gesundheit anschaue. Vielleicht sollte ich mir mal einwerfen. Aber andererseits, ja, was soll ich sonst machen? Achso, und den reparieren. Ganz wichtig. So, ich kann langsam mal Richtung Händler gehen. Da mache ich mich gleich wieder auf. Trinken. Ist in einer Stunde auf. Hatte ich mich da vertan? Da scheint es 5 nach 6 aufzumachen. Dann gucke ich mal. Ich habe 5 Punkte. Ein Punkt. Dann will ich jetzt wirklich schnell Chefkoch werden.
weil ich vor, also der Meinung bin, es ist wichtig, gut kochen zu können. Eigentlich unsere Stadt inzwischen aus. Ja, da ist noch einiges zu tun. Trader Joe's is now open. Essbares. Also gratitude and safe travels, friend. Can you help me with my problem? You the man. Ja, dann wollen wir mal den nächsten Auftrag machen. Warum mache ich eigentlich Quests? Einige finden sie ja als unsinnig, aber ich habe mitbekommen, dass man, wenn man die Quest 1, also die 1 abgeschlossen hat, ein Fahrrad bekommt. Ja. Und ich glaube, das reicht erstmal für heute. Wir haben ungefähr eine Stunde gespielt. Also etwas mehr sogar. Und ja, ich würde sagen, das war's für heute. Lasst gerne ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Oder schaut auf computerstube.info vorbei. Und ich hoffe, dass bis zum nächsten Mal nicht allzu viel Wasser die Schwindlinie runterlaufen wird. Gut, dann sehen wir uns. Ich schätze in 2 Tagen auf YouTube wieder. Und tschüss.